So, ein wunderschönes herzlich willkommen zu Wheel Test, ein klein Reinschnupper-Let's Play. Ja, im Rahmen unseres Creator-Server-Let's Plays. Browser starten hier. Oh, das dauert jetzt nicht ganz lange. Da ist auch schon, sehr schön. Ja, Wheel Test ist quasi eine Art Subgame, also eine Art Subgame, wow. Es ist ein Subgame für meinen Test, ist aber so mit dem Grundziel, meinen Test realistischer zu machen. Dazu muss man jetzt sagen, wie gesagt, Wheel Test ist relativ alt. Und zwar 2012, wie gesagt, irgendwie in dem Dreh kam es raus. Da war mein Test noch nicht sehr weit entwickelt. Das wollte halt Wheel Test damit abändern, dass es halt sehr viele Sachen hinzufügt. So wie halt Bonchats und sowas alles. Aus heutiger Sicht ist ja mein Test gar nicht mehr so vereinfacht, weil mittlerweile gibt es ja auch Kupfer und Eisen und so. Von daher weiß ich nicht, auf welchem Stand mein Test 2012 war. Auf jeden Fall kommt, wie gesagt, dieses Spiel aus der Ära mit dem Ziel, halt manche Sachen anders zu machen. Das werden wir dann direkt im Spiel selber sehen. Also, ne, das Gameplay an sich ist halt anders. Also die Grundstrukturen sind so wie bei Mindtest. Also es ist jetzt nicht so anders wie zum Beispiel Nordcore, was ja quasi komplett von der Spielgeschehen von komplett anders ist. Also es gibt hier zum Beispiel ein Alter, ist das Forum schon wieder down oder was? Ach, Mindtest Forum, was ist los mit dir in letzter Zeit? Ich weiß nicht, wie viel ist Mindtest? Ja. Das Forum ist schon wieder down. Schöne Kacke. Super. Na gut, vielleicht geht's auch noch anders. Ich weiß jetzt nicht, wo sie Wheel Test gedingsabumstert hat. Warum kann Forum nicht einfach mal funktionieren? Oh, Scheiße. Na, auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es eine Seite. Einfach eingeben, Wheel Test in mein Test, dann kommt ihr eigentlich garantiert auf diese Seite rauf. Zur Not könnt ihr euch ja hier das Ding mal hier abschreiben. Ist ja eigentlich, ne? Ist ja keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man das dann gedownloadet hat, ne, ist ganz normal. Seite, wo auch direkt der Download damit bei ist und sowas alles, bekommt ihr eine Datei, die ungefähr so heißt. Die einfach in euren Game online packen, wie jedes andere Subgame auch. Hier entpacken. Und schon habt ihr Wheel Test. Das können wir löschen. So, und dann starten wir das Gute mal. Nein. Genau. So. Spiel starten. Wheel Test. Neu. Wheel Test. Ich mach mal ohne 0. Ach was, ich mach mit 0. Wheel Test. Let's play. So. Was auffällt, man merkt, es ist ein sehr altes Spiel. Es unterstützt auch nur den Map Gen V6. Ne? Alles, was davor ist, wird nicht unterstützt, weil das Spiel ist halt speziell für V6 entwickelt worden. Und alles, was neuer ist, also V7, kennt das Spiel noch gar nicht. Das gab es derzeit noch nicht. Deswegen ist halt hier auch festgelegt auf 6. Man kann es auch nicht verändern. Danke dafür, Wusi. Das entnimmt immer eine gewisse Verwirrung. Weil es gibt halt manche Spiele, die kommen mit manchen Map-Gens nicht klar. Und es wäre dann halt natürlich geil, wenn es dann halt auch entsprechend, ne, man nur das auswählen kann, womit es klarkommt. Das macht das Spiel schon mal richtig. So, und dann würde ich einfach mal sagen, spielen wir einfach mal. Spiel hosten. Ich hoffe, meine verfügbare Prozessorleistung reicht aus. Weil, wie ich gestern gesagt habe, macht mein Rechner im Hintergrund ein bisschen was. Das heißt, wir gehen mal von der Sichtweite her direkt mal ein bisschen runter. So, 50 reicht. Und man sieht schon, okay, die Grafik und so sieht ein bisschen anders aus. Die Hand sieht eher aus wie... Gott, wie sieht das? Oh, gut. Nicht hinterfragen. So, wir starten natürlich in der Wüste. Danke dafür.
gut. Können wir da was mit? Ah, da ist Sand. Was? Okay. Wenn wir Sträucher bauen, bekommen wir auch Sträucher. Können wir euch abbauen? Ich habe das Spiel selber noch nicht so aktiv gespielt, ja? Also bitte. Okay, Schmerzen bekommt man. Oh, es gibt auch keinen Hungerbalken. Okay, wir können unsere Herzen nicht wieder auffüllen. Was ist das denn hier? Lehm. Lehmmulde. Okay, ja, man merkt, Wusi war am Werk. Sie hat das Feature eingebaut, was es auch in Mindklon 2 gibt, dass man in diesem Handbuch nur das sieht, was man auch mit den Materialien, die man schon kennengelernt hat, bauen kann. Das heißt, wir kennen bisher nur Clay, also können wir auch nur Sachen aus Clay bauen. Also werden uns nur Sachen aus Clay, oder die man aus Clay bauen kann, angezeigt. So. Bauen wir ein bisschen ab. Ich denke mal, Clay kann man immer gut gebrauchen. Sind mal irgendwie Bäume, dass man sich mal irgendwie Werkzeuge bauen kann? Alter, wie sind wir hier echt eiskalt in der Wüste gestartet? Sind wir in der Wüste gestartet, klar. Haben wir einfach hier direkt in der Wüste gestartet? Ich glaube das nicht. Machen wir die Sichtweite doch ein bisschen höher. Vielleicht sehen wir dann da ein paar Bäume im Hintergrund irgendwo mal. Oh ne, wir sind mitten in der Wüste. Oh, leck mich doch am Arsch. Habe ich eigentlich Tag-Nacht-Rhythmus hier drin? Ja, ne? Nee, sieht nicht so aus. Habe ich nicht drin. Dann setzen wir das Ganze mal auf 72, ein bisschen kurz. Ach was, wir lassen es erstmal so. Erstmal hier zum Anfang ist es ganz gut, wenn es Tag bleibt. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, ob es hier überhaupt Tiere gibt. Wobei, noch läuft hier nichts rum. Oh, Alter, ohne Werkzeuge dauert das echt ewig. Lassen wir einfach mal. Kann man was aus dem Gestrüpp machen? Nee. Achso, gut, sonst müsste es ja hier auch angezeigt werden. Das ist bedauerlich. Ja, Bäume! Oh ja, Oma sieht schon, es gibt viele Arten von Bäumen. Hat man doch schon in dem Foto gesehen, ne? Dass es hier eine etwas höhere Auswahl an Bäumen gibt. Sieht man Bäume da oben, die sind gesehen, und ganz witzig aus. So. Leck mich am Arsch. Es gibt sogar runde Stämme. Alter, okay, das ist irgendwie nice. So was gab 2012 schon? Okay. Wobei stimmt, Vogueland hatte ja auch runde Stämme. Und Vogueland ist ja auch relativ alt. Von daher kann es durchaus sein, dass die My Test Engine sowas schon länger unterstützt. Warum haben denn, ne, sowas könnte man ruhig mal in Mindtest Game integrieren. Einfach komplett runde Stämme. Okay, wir können nicht abbauen. Gut, Blätter können wir abbauen. Bringt aber nichts, wir geben uns nichts. Ach, scheiße, die Wand an. War super. Wo kriegen wir jetzt Holz her? Ah, ein bisschen Moos. Ohne Moos ist nichts los. Ich sammle mal hier ein bisschen Scheiße ein. Also ich muss schon sagen, so Map-Gen-technisch ist es halt schon geil. Gut, jetzt muss man auch dazu sagen, der V6 Map-Gen ist an sich auch geil. Wobei die Farben halt auch extrem knallig sind. Also hier dieser extrem knallrote Sand oder knallorange Sand, der ist ja schon richtig neon-orange hier. Das ist ja schon Warnweste.
Ach du Wüste, bitte wenden. So, können wir jetzt irgendwas Neueres bauen? Ne, gar nichts. Das ist doch kacke. Wie kommen wir an Holz ran? Wir gehen mal mehr Richtung da, ne, Richtung Graslandschaft. Vielleicht liegen irgendwo irgendwelche Stöcker rum. Oh, süß, kleine Steine. Voll nice. So. Oh, Alter, ich liebe es, so Steine einzusammeln. Das habe ich doch damals, als ich den Creator-Server frisch eingerichtet hatte. Und quasi mit meinem Creator-Server auch Plant Life ein bisschen ausprobiert habe. Da habe ich mich auch darin irgendwann verloren, die ganze Zeit irgendwelche Steine einzusammeln. Ist doch komplett useless, weil man kann mit den Steinen nichts anfangen. Wobei, vielleicht kann man hier was mit den Steinen anfangen. Ah. Oh, ja, kann man. Gott, was ist das denn? Okay, das ist eine Mistforke, aber nur der Kopf davon. Ah, lol, okay. Das heißt, wir müssen aus den kleinen Steinen erstmal so, so Werkzeugköpfe bauen. Und dann brauchen wir wahrscheinlich dann später Stäbe und aus dem Kopf und vom Stab kann man dann das eigentliche Werkzeug bauen. Das ist ja geil. Das gefällt mir. Die Frage ist, wo gibt es Stöcker? Ich sehe jetzt hier irgendwie keine Stöcker rumliegen. Also Steine liegen zwar rum, ja, aber keine Stöcker. Wo kriege ich jetzt Stöcker her? Überall Bäume. Da hinten ist ein Wald. Ich gehe mal Richtung Wald. Vielleicht ist ein bisschen dichterer Wald auch irgendwas, was man abbauen kann, was Holz produziert oder ergibt oder... Ah, überall Steine. Guckt euch das an. Oh, da sind schon wieder Wüste. Ach, Mann, ey. Man kann nichts abbauen hier. Kannst du vergessen. Wo kriegen wir Holz her? Apfelbaum. Kriegen wir wenigstens Äpfel oder sowas? Irgendwas muss doch hier geben von den Blättern. Saplings, Äpfel, irgendwas. Ja, ein Sapling. Woo! Oh, man kriegt doch Stöcker. Okay, aber scheinbar nur sehr selten. Na gut, dann... Ja. Entfernen wir hier mal ein paar Blätter. Komm her. Achso, siehst du? Momentchen mal. Wir haben doch jetzt Stöcker. Das heißt, wir können uns jetzt... Gibt es hier auch Axt? Stone... Ah ja, doch, genau. Stone Axe Head. Okay, zwei nebeneinander. Oh, wir haben nur 2x2 Feld. Das heißt, es gibt hier wahrscheinlich auch so ein Crafting Bench oder sowas. Na gut, oder man braucht nicht mehr. Kann ja auch sein. Weil eben, bisher geht alles ohne. Also, ne, braucht man immer nur zwei. Schönes Ding, schönes Ding. So, kann ich jetzt hier Bäume klopfen? Ah, na geht doch. Gut, wir sollten vielleicht oben anfangen. Wie das klingt, Alter. Geil! Oh, und wir bekommen... LOL, okay. Wir bekommen also das Holz vom Stamm und Stöcker für die Äste. Aber keine Saplings. Oder wir hatten gerade nur Pech. Gut, dann fange ich am besten unten an. Ne, dann macht ja Sinn. Da kommt alles andere hinterher. Und Auto-Grabbing. Ich habe keine Mod installiert. Ist alles reines Game. Also alles, was ihr hier seht, ist direkt vom Spiel selber. Ich habe kein Woodcutting... Oh Gott, das ist ein großer Baum. Der erzeugt viel Holz. Ich habe kein Woodcutting installiert. Ich habe kein Auto... Item-Pickup installiert oder sowas. Das ist also direkt diese... Okay, das sieht geil aus. Okay, man bekommt doch Saplings. Okay, sehr schön. Halt also einfach den Baum immer von unten fällen und dann kommt alles mit einmal. Sehr schön. Okay, das ist geil. Jetzt haben wir schon mal massig Holz. Ich versuche mal von jedem Baum ein bisschen was zu fällen, damit wir ein bisschen Holzvielfalt haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ich lasse mich da jetzt auch gerne mal über... Oh, Alter.
Diese ganzen Grafiken hier, die sehen voll süß aus. Das hat so ein bisschen so dieses Feeling von ne? So von der allerersten Minecraft-Version. Also so wie Minecraft früher war. Irgendwie so das Feeling kommt hier gerade auf. So richtig, richtig geil. Alter, dass aus dem Spiel nichts geworden ist. Gut, es ist jetzt wiederbelebt worden. Vielleicht, ne? Vielleicht wird aus dem Spiel ja richtig was. Ich meine, Wusi hat schon angekündigt, sie wird das Spiel nicht weiterentwickeln, sondern hat halt nur dafür gesorgt, dass die alte Version unter neuerem Mindtest lauffähig ist. Aber mal gucken, vielleicht fängt ja irgendjemand dann noch an, das Spiel weiterzuentwickeln. Beziehungsweise ich kann auch mal gucken, welche Mods unter dem Spiel hier funktionieren. So, jetzt haben wir schon ein paar Baumarten. Ich müsste eigentlich mittlerweile fast alles haben, ne? Wir haben einen dunklen Baum. Genau, den dunklen Baum haben wir, den normalen Baum, den weißen Baum und den grauen Baum. Haben wir alles. No. Gut, dann haben wir von jedem Bissen. Dann würde ich mal sagen, wir sammeln mal noch ein paar Steine. Und dann könnten wir zurück zu unserer Wüste gehen und da mal das Clay abbauen. Das wäre mir halt sehr lieb. Achso, ja, ich gucke jetzt nicht auf die Uhrzeit. Ich finde das Spiel halt einfach gerade so geil. Vor allem, es sollen ja bloß 2 Folgen werden. Deswegen will ich jetzt die Folgen nicht irgendwie auf eine halbe Stunde limitieren, sondern einfach so lange, wie ich Bock habe, spiele ich. Dann mache ich eine Pause und spiele nochmal weiter. Und schon mit 2 Folgen. Egal, wie lang die jetzt werden. Also jetzt auch noch ein Stein. Sehr schön. Kann man eigentlich erst mit der Erde was anfangen? Okay, normales Bett. Wir bauen uns mal zuallererst mal eine Schippe. Schippe. Wow. Ja, ist schon ein bisschen voller. Aha, okay. Lol, sogar verschiedene Farben. Ist ja süß. Maple. Okay. Was jetzt? Genau, hier oben. Stone Pick können wir auch gut gebrauchen. Stone Hammer. Okay. Gibt es keine Schippe? Doch, da. Shovel. Okay, das ist 4-mal und das ist 3-mal in... Oh, 3-mal in Reihe? Ah klar, ja hier, Workbench. Okay, 4-mal Baumstämme. Okay. Wait a second. Wovon haben wir am meisten Holz hiervon? Bap, 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 bap. Dann bauen wir uns mal zuerst eine Workbench. Dann klatsche ich hier jetzt irgendwo mal hin. Aha, schon haben wir 3x3. Sehr schön. So, dann mache ich das einmal so. Dann haben wir gleich 3 Stück davon. Okay, das ist relativ preiswert. Und jetzt nochmal eine Schippe. Da bekommen wir auch gleich 4. Okay, also die Materialien sind echt preiswert, ne? Weil normalerweise eine Spitzhacke unter Mindtest. Gut, bei einer Schippe, da hat es auch immer einen Stein gekostet, ist richtig. Aber erstens sind das hier so kleine Steine. Und zweitens hat halt eine Axt direkt 3 Steine gekostet. Und hier kostet es im Durchschnitt nur 1 Stein. Ne? Weil wir bekommen ja aus 3 Steinen 3 Köpfe. So, jetzt denke ich mal, ich muss einfach hier... Ne, hiervon haben wir am meisten Stöcker. Ich nehme mal die Stöcker. Perfekt. Und eine Schippe. Perfekt. Unsere ersten Werkzeuge. Yay. Digga, wir sind ja hier voll am Arbeiten, Alter. Wusawu. Ach so. Okay, das geht mit einer Schippe nicht. Ja, okay, das heißt, wenn wir selber Blöcke abbauen, dann bekommen wir sie auch direkt ins Inventar. Aber wenn wir irgendwas abbauen, wo mehrere Blöcke quasi abgebaut werden, zum Beispiel Bäume, dann droppen die erst und wir müssen die einsammeln. Interessant. Na gut. Ja, Sprint gibt es ja natürlich nicht. Aber gut, soweit ist der Weg ja auch gar nicht zu unserem Clay. Ja, ob wir hier was irgendwas machen können später? Gute Frage. Vielleicht können wir die Dinger verbrennen oder sowas. Ist ja trockenes Gestrüpp, ne? Müsste relativ gut brennen. Ah, siehst du, dann bin ich mal gespannt auf unsere erste Tour nach Rohstoffen, ne? Also hier nach Kohle und sowas. Wenn es hier Kohle überhaupt gibt. Keine Ahnung. Wenn es überhaupt Eisen gibt.
Weil ich habe zwar gelesen, dass es hier andere Rohstoffe geben soll, aber ich weiß jetzt nicht, A, welche und B, ob es die klassischen Rohstoffe weiterhin gibt. So, hier baue ich mal das erste einfach mal ab. So, können wir daraus irgendwas machen? Ah, Farbe. Achso, hier. Farbe. Naja, immerhin. Immerhin. So, da hinten ist unser Clay. Dann claimen wir uns mal ein bisschen was. Ja gut, also viel schneller geht es jetzt auch nicht. Geht überhaupt schneller? Nee. Hä? Okay, also wirklich schneller geht es nicht damit. Okay, dann lassen wir das Clay doch mal liegen. Dann bauen wir unsere erste Wohnung denn wohl doch lieber eher aus Holz. Na gut, dann ist es halt so. Schade. Dachte, mit der Schippe geht es schneller. Dann brauchen wir fürs Clay wahrscheinlich irgendwas anderes. Oder bessere Schippen. Kann natürlich auch sein, dass wir da schon viel Stahlschippen oder irgendwas brauchen. Keine Ahnung. Gut, dann suchen wir uns mal am besten diese hohen Bäume, die da, nicht diese extrem dunklen Bäume. Weil da kommen wir relativ schnell an Holz ran. Da kommen wir sehr schnell an Holz ran. Und auch an Stöcker und alles, was man halt noch so braucht. Siehst du, wie voll ist eigentlich unser Inventar? Hahaha. Relativ voll. Okay, das heißt, wir müssen uns bald auch mal die erste Niederlassung bauen. Sonst sieht es mit Platz eher so schlecht aus. Ist das richtiger Baum? Ja, ist der richtige. So, schön viel dunkles Holz. Sehr schön. Gut, wir können eigentlich nur Saplings benutzen, um selber Bäume einzupflanzen. Dann müssen wir nicht den ganzen Wald zerstören. Na komm. Wie es also alles so schon runterfällt. Oh, ich liebe das. Vor allem, was ich halt so richtig schön finde, ist, dass wenn so zwei Stacks nebeneinander sind, dass sie nicht kombiniert werden, sondern dass sie wirklich einzeln liegen bleiben. Ich finde es so viel schöner. Und vor allem halt auch so richtig Sprites, ne? Und keine Objekte. So, das ist jetzt normales Gras. Ach, Dschungelgras. Hm. Kann man aus Dschungelgras irgendwas gewinnen? Mach mal so und dann mache ich mal so hier. Ah, sieht nicht so aus. Na gut. Ach, kann ich auch hier lassen. Wenn es eh nichts bringt, ich dachte, man kann daraus irgendwie, ne, die typischen Sachen halt machen. Also sowas wie Couture, also hier Baumwolle und so oder sowas. Aber hier gibt es auch nur Dschungelgras. Zumindest sieht alles aus wie dieses Dschungelgras. Gibt es kein normales Gras? So, ich würde mal sagen, hier auf der kleinen Anhöhe hier, ne, hier ist so eine schöne Fläche. Hier bauen wir unser erstes kleines, na wobei es ein bisschen sehr klein. Unsere erste kleine Hütte. Mal gucken, ob wir noch eine etwas ebenere Fläche bekommen. Hm. Nee. Okay, wir bauen mal unser erstes Haus doch hier. Dann mache ich mal. Mache ich vielleicht die oberste Schicht, mache ich mal weg. Dauert aber schon lange, also vor allem, ich kann mal gucken, ob es mit der Schippe vielleicht doch besser geht. Kein bisschen. Ne. Das ist ja ein bisschen seltsam. Na gut. Ist halt so. Ach scheiße. Oh. So früh weggenommen und dabei dauert es so schon so lange.
Steckt da vorne in den Stein vielleicht schon Eisen drin? Nee, ne? Nicht mal Kohle. Gibt es eigentlich Höhlen irgendwo? Sieht nicht so aus. Ich wollte gerade schon wieder Zoom aktivieren, aber geht ja nicht. Warum gibt es hier keinen Zoom? Gibt es hier später Kameras? Kameras habe ich schon. Ferngläser? So, Steine ist ja unser bisher einzigstes verfügbares Baumaterial. Achso, nee, wir haben ja eine Axt. Wir könnten jetzt also garantiert auch schon Stein abbauen. Ja, ein paar Höhlen, sehr schön. So, hier ist aber nichts. Nein. Da gehen wir gleich hin. Ich gehe erstmal hier hinten hin. Oh ja, eine richtige Höhle. Gut, jetzt mal die Frage. Achso, eben, Fackeln können wir gar nicht bauen. Wir haben ja keine Kohle. Ja, dann Kohle, bitte kommen. Da hinten ist noch eine Höhle. Wir brauchen erstmal Kohle. Das ist das Wichtigste. Ah ne, geht gar nicht runter, oder? Doch, hier geht's runter. Aber soweit man gucken kann, auch keine Kohle. Ach Gott, dammit. Wir brauchen halt irgendwie Eisen oder sowas wohl, ne? Weil mit der Hand die Erde wegschaufeln ist halt ultra langsam. Aber so ultra langsam. Ich halte einfach gerade die ganze Zeit die E-Taste gedrückt wegen Speed, aber irgendwie kommt hier kein Speed. Ja. Oh genau, hier ist mal eine etwas größere Ansammlung an Gestein. Was sehe ich denn da hinten? Ist das Eisen? Ist das Eisen? Oh mein Gott, Mineralien! Huja! Was auch immer das ist, es sieht geil aus. Her damit. Was Rotes? Okay. Cinnabar. Ist das noch Englisch? Das klingt mir so unenglisch. Bitte sei Eisen. Bitte sei Eisen. Bitte. Bitte sei Eisen. Es ist... Achso, Salpeter. Scheiße. Kein Eisen. Na! Also nichts Brauchbares, in keinster Weise. Wow. Cinnabar. Basket. Okay, scheinbar scheint auch die Farming-Motten drin zu sein. Birchlock. Achso. Alles gut. War gerade geistig gestört. Ich dachte, das sei ja auf den ersten Blick so aus wie eine Schere. Ne? Hier so eine Klinge, da so die andere Klinge. Ne? Hier so getrennt. Und das ist so der Griff, aber ist ja gar keine Schere, das ist Holz. Ich war einfach nur gerade geistig gestört. Alles gut. So, was könnte dieses Zeug hier sein? Ah, man bekommt eine variable Zahl. Da habe ich gerade zwei bekommen, da habe ich jetzt gerade nur einen bekommen. Okay. Jetzt haben wir schon mal drei. Jetzt haben wir wieder 5. Also, wieder 5. Jetzt haben wir 5. Tja, was könnte das sein? Cinnabar. Auf jeden Fall kann man daraus Kisten bauen. Das ist geil. 2 Kisten für 8 Stück. Das heißt, wir müssen noch noch mindestens 2 Mal abschlagen hier. Yay! Wir können uns Kisten bauen. Woo! So, wie sieht's hier aus mit Kohle oder Eisen oder sowas? Hier unten war noch eine ganze Menge, aber es sieht auch alles aus wie Salpeters, wie was auch immer das war.
Alter, so nur. Das ist halt eins der Sachen, die ich an dem V6 Map-Gen so ultra geil finde, diese unterirdischen Schluchten. Okay, ist auch alles bloß rot und weiß. Tja, also weder Kohle noch Eisen. Ist ja echt ein bisschen. Okay. Meine Jump Skills hier. Ja, weiß nicht. Gibt's überhaupt Kohle? Also ganz dumm gefragt. Vielleicht gibt's Holzkohle. Wobei. Moment schon mal, wir haben Gestein, aber noch kein Ofen. Das heißt, egal wie, aber der Ofen wird schon mal nicht aus Stein gebaut. Weil das hätten wir hier bereits, einen Ofen. Lol. Okay, dann gehe ich erstmal zu unserem Ausgangspunkt. Der war da. Dann baue ich hier schon mal zwei Kisten hin. Mal gucken, ob es die Big Chest gibt. Auf jeden Fall kann ich auch schon mal das Ding hier hinbauen. So. Dann kommen die dahin. Zwei Kisten. Sehr schön. Ne, Big Chest gibt's nicht. Schade. Okay, sind ganz normale Kisten. Warum auch immer die so rot sind. Was auch immer dieses rote Zeug ist. Ich habe absolut keinen Plan. Kinaba. Chinaba. Chinaba. Na gut, ich würde mal sagen, können wir mal nochmal schnell nachgucken. Und dann würde ich aber mit der ersten Folge auch schon mal aufhören. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge weiter. Vielleicht finden wir in der nächsten Folge Kohle. Auf jeden Fall fangen wir schon mal an mit dem Hausbau. So, Chinaba. Was ist das für ein Zeug? Als Malfarbe kann man Zinnabor, Zinnober, Zinnob? Was ist das? Das kenne ich gar nicht. Okay. Deutschen Sprachraum auch als Zinnober bekannt. Das sagt mir gar nichts. Ist ein häufig vorkommendes Mineral aus der der Sulfide und Sulfulsate. Sulfosalze. Gott. Chemische Zusammensetzung HGS und damit chemisch gesehen ein Quecksilber. Upsala. Kanalkristallisiert in Kristallsystem und entwickelt meist nur kleine, aber häufig sehr flächenreiche Kristalle. Mit Tafel, Prisma. Zinnoberrot, sagt mir auch nichts. Okay, also wenn wir jetzt schon ein Mineral bekommen, was ich absolut gar nicht kenne, also gar nicht, dann bin ich echt mal auf die Mineralvielfalt gespannt. Das scheint ja noch heftig zu werden. Ach, deswegen auch die Zinnoberkiste. Okay. Dann ist das also quasi einfach nur eine Lackierung. Na gut. Also ist quasi nichts anderes als Farbe. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, schau mit V bis dann zur zweiten Folge. Tschüss.